Grüßt euch beieinander. Bei mir sitzt der Franz und die Theresia. Grüßt euch. Hallo. Grüß dich. So, ihr seid jetzt zu mir auf die Liebescouch gekommen, weil es eben zusammensetzt. Wie lange seid ihr schon verheiratet? 40 Jahre waren sie im Januar. Nochmal bitte? 40 Jahre im Januar. 40 Jahre? Das ist ja schon ein ganz schönes Stickel. Ja. Halt es aus mit ihr? Naja, gerade noch. Gerade noch? Ja. Also nochmal 40 Jahre. Naja. Wenn's einmal. Möchtet ihr ein bisschen was von euch verzeihen vielleicht? Wie alt das seid und wo ihr her seid? Ja, wir kommen vom Wald hin, von Roding aus der Umgebung. Vom Alter her, mei, wenn man 40 Jahre verheiratet ist, ist man immer der Allerjüngste. Aber wir gehen ganz stramm jetzt auf die goldene Hauser zu. Und die wollen wir also auf jeden Fall mitmachen und miterleben. Und bei uns gibt es auch gar nichts, dass wir sagen könnten, wir werden uns irgendwann einmal trennen oder sowas. Meine Frau sagt dabei, da haben wir kein Geld dafür. Zeit, sage ich, wir haben keine Zeit. Keine Zeit. So, wenn ihr ja schon 40 Jahre verheiratet seid, dann was ist denn dann das Geheimnis, dass ihr so lange schon beieinander seid? Also ich muss sagen, man muss immer alles miteinander teilen. Man muss bei sozusagen, man muss sich gegenseitig respektieren, das ist einmal das Allerwichtigste. Und man muss aufeinander zugehen und nicht bloß und reden, das ist das Allerwichtigste. Also auch nach wie vor, dass wir ins Bett gehen, sind wir eigentlich ausgeredet haben, was einen belastet. Und man soll sich auch mal gegenseitig loben oder schätzen, wenn man es gut macht. Das ist es eigentlich. Also kompromissbereit sein. Genau. Okay, so. Und was würdet ihr sagen, was ist euer schönstes Erlebnis oder was hat euch so geprägt? Also geprägt, eigentlich das ganze Leben, aber so ganz bestimmte Sachen. Einmal unsere Kinder, das war also ein unheimlich großes Erlebnis, weil wir haben unsere Kinder auch schon ziemlich jung gekriegt. Und von daher, zu uns haben sie gesagt, mei, es ist schon schlimm, wenn Kinder kriegen. Und das hat uns also schon unheimlich geprägt. Wenn ich dann ans Berufliche denke, da haben wir also eine super schöne Zeit in Unterfranken erlebt. Man will es nicht glauben, aber es ist so. Warte mal kurz im Exil quasi. Ja, genau, da waren wir im Ausland. Aber buchstäblich im Ausland, weil wir aufgekommen sind, wir haben überhaupt nichts verstanden. Das ist direkt am Fuß von der Rhön, das da drum hat. Und das war schon narrisch da drum. Und es hat uns also tatsächlich fürs ganze Leben dann hinterher tatsächlich einen Stempel aufgedruckt und hat uns geprägt. Ne? Das war's eigentlich. Okay, alles klar. So, das waren jetzt der Franz und die Theresia. Man kann sagen, von Roding bis auf Rhön hat die Liebe gehalten. Und zurück auch wieder. Das ist das Wichtigste. Ich finde eine ganz schöne Geschichte. Pfiat euch.